Ein Vater hatte zwei Söhne. Davon war der Älteste klug und gescheit und wusste sich in alles wohl zu schicken. Der Jüngste aber war dumm, konnte nichts begreifen und lernen. Und wenn ihn die Leute sahen, sprachen sie, mit dem wird der Vater noch seine Letzte haben. Wenn nun etwas zu tun war, so musste der Älteste allzeit ausrichten. Hieß ihn aber der Vater noch spät oder gar in der Nacht etwas holen, und der Weg ging dabei über den Kirchhof oder sonst einen schaurigen Ort, so antwortete er wohl, ach nein, Vater, ich gehe nicht dahin, es gruselt mir, denn er fürchtete sich. Oder wenn abends beim Feuer Geschichten erzählt wurden, wobei einem die Haut schauderte, so sprachen die Zuhörer manchmal, ach, es gruselt mir. Der Jüngste saß in der Ecke und hörte das mit an und konnte nicht begreifen, was es heißen sollte. Immer sagen sie, es gruselt mir, es gruselt mir, mir gruselt's nicht. Das wird wohl eine Kunst sein, von der ich auch nichts verstehe. Nun geschah es, dass der Vater einmal zu ihm sprach, hör du, in der Ecke dort, du wirst groß und stark, du musst auch etwas sein, womit du dein Brot verdienst. Siehst du, wie dein Bruder sich Mühe gibt? Aber an dir ist Hopfen und Malz verloren. Ei, Vater, antwortete er, ich will gerne was lernen. Ja, wenn's anginge, so möchte ich lernen, dass mir's gruselte. Davon verstehe ich doch gar nichts. Der Älteste lachte, als er das hörte, und dachte sich, du lieber Gott, was ist mein Bruder ein Dummbart? Aus dem wird sein Lebtag nichts. Was ein Häkchen werden will, muss sich bezeiten krümmen. Der Vater seufzte und antwortete ihm, das Gruseln, das sollst du schon lernen, aber dein Brot wirst du damit nicht verdienen. Bald danach kam der Küster zum Besuch ins Haus. Da klagte ihm der Vater seine Not und erzählte, als nun der Tag anbrach, steckte der Junge sein 50 Taler in die Tasche, ging hinaus auf die große Landstraße und sprach immer vor sich hin, wenn mir es nur gruselte, wenn mir es nur gruselte. Da kam ein Mann heran, der hört das Gespräch, das der Junge mit sich selber führte. Und als sie ein Stück weiter waren, dass man die Galgen sehen konnte, sagte der Mann zu ihm, siehst du, dort ist der Baum, wo Siebene mit der Seilers Tochter Hochzeit gehalten haben und jetzt das Fliegen lernen. Setz dich darunter und warte, bis die Nacht kommt. So wirst du schon das Gruseln lernen. Wenn weiter nichts dazu gehört, antwortete der Junge, das ist leicht getan. Lerne ich aber so geschwind das Gruseln, so sollst du meine 50 Taler haben. Komm nur morgen früh wieder zu mir. Da ging der Junge zu dem Galgen, setzte sich darunter und wartete, bis der Abend kam. Und weil ihn fror, machte er sich ein Feuer an. Aber um Mitternacht ging der Wind so kalt, dass er trotz des Feuers nicht warm werden wollte. Und als der Wind die Gehängten gegeneinander stieß, dass sie sich hin und her bewegten, so dachte er, du frierst unten bei dem Feuer, was mögen die da oben erst frieren und zapfen? Und weil er mitleidig war, legte er die Leiter an, steigt hinauf, knüpfte einen nach dem anderen los und holte sie alle siebene herab. Darauf schürte er das Feuer, ließ er an und setzte sie ringsherum, dass sie sich wärmen sollten. Aber sie saßen da und regten nicht,
und das Feuer ergriff ihre Kleider. Da sprach er, nehmt euch in Acht, sonst hänge ich euch wieder hinauf. Die Toten aber hörten nichts, schweigen und ließen ihre Lumpen fortbrennen. Da ward er bös und sprach, wenn ich ihr Acht geben wollt, so kann ich euch nicht helfen, ich werde nicht mich verbrennen. Und hing sie nach der Reihe wieder hinauf. Nun setzte er sich zu seinem Feuer und schlief ein. Und am anderen Morgen, da kam der Mann zu ihm, wollte die 50 Taler haben und sprach, nun, weißt du, was Gruseln ist? Nein, antwortete er, wo sollte ich's wissen? Die da droben haben das Maul nicht aufgetan und waren so dumm, dass sie die paar alten Lappen, die sie am Leib haben, brennen ließen. Da sah der Mann, dass er die 50 Taler heute nicht davortragen würde, ging fort und sprach, so eine ist mir noch nicht vorgekommen. Der Junge ging auch seines Wegs und fing wieder an, vor sich hinzureden. Ach, wenn mir es nur gruselte, ach, wenn mir es nur gruselte. Das hörte ein Fuhrmann, der hinten ihm herschritt und fragte, wer bist du? Ich weiß nicht, antwortete der Junge. Der Fuhrmann fragte weiter, wo bist du her? Ich weiß nicht. Wer ist dein Vater? Das darf ich nicht sagen. Was brummst du beständig in den Bart hinein? Ei, antwortete der Junge. Ich wollte, dass mir's gruselte, aber niemand kann es mir lernen. Lass dein dummes Geschwätz, sprach der Fuhrmann. Komm, geh mit mir. Ich will sehen, dass ich dich unterbringe. Der Junge ging mit dem Fuhrmann. Und abends gelangten sie zu einem Wirtshaus, wo sie übernachten wollten. Da sprach er beim Eintritt in der Stube wieder ganz laut, wenn mir es nur gruselte, wenn mir es nur gruselte. Der Wirt, der das hört, lachte und sprach, wenn dich danach lüstete, ganz sollte er ihm wohl Gelegenheit sein. Ach, schweige still, sprach die Wirtsfrau, so mancher Vorwitzige hat schon sein Leben eingebüßt. Er wäre Jammer und Schade und die schönen Augen, wenn die das Tageslicht nicht wiedersehen sollten. Der Junge aber sagte, wenn's noch so schwer wäre, ich will einmal lernen, deshalb ich bin ja ausgezogen. Er ließ dem Wirt auch keine Ruhe, bis dieser erzählte, nicht weit davon stände ein verwüstetes Schloss, wo einer wohl lernen könnte, was Gruseln wäre, wenn er nur 3 Nächte darin wachen wollte. Der König hatte dem, der es wagen sollte, seine Tochter zur Frau versprochen, und die wäre die schönste Jungfrau, welche die Sonne beschien. In dem Schloss steckten auch große Schätze, von bösen Geistern bewacht. Die würden dann frei und könnten einem armen Reich genug machen. Schon viele wären wohl hinein, aber noch keiner wieder herausgekommen. Da ging der Junge am anderen Morgen vor dem König und sprach, wenn's erlaubt wäre, so wollte ich wohl 3 Nächte in dem verwünschten Schlosse wachen. Der König sah ihn an und weil er ihm gefiel, sprach er, du darfst dir noch dreierlei ausbieten, aber ich müssen leblos Dinge sein. Und das darfst du mit einem Schloss nehmen. Da antwortet er, so bitte ich um ein Feuer, eine Drehbank und ein Schnitzbank mit dem Messer. Der König ließ ihm alles Tag bei Tag in das Schloss tragen. Als es Nacht werden wollte, ging der Junge hinauf, machte sich in einer Kammer ein helles Feuer an, stellte die Schnitzbank mit dem Messer daneben und setzte sich auf die Drehbank. Ach, wenn's mir nur gruselte, sprach er, aber hier werde ich nichts auch lernen. Gegen Mitternacht wollte er sich ein Feuer einmal aufschüren, wie es so hinnen bleiß. Da schrie es plötzlich aus einer Ecke. Au! Und friert! Ihr Narren, rief er, was schreit ihr? Wenn euch friert, kommt, setzt euch ans Feuer und wärmt euch. Und wie es das gesagt hatte, kamen 2 großen schwarzen Katzen in einem gewaltigen Sprunge herbei, setzten sich ihm beiden Seiten und sah ihn mit ihren feurigen Augen ganz wild an.
über ein Weilchen. Als sie sich gewärmt hatten, sprachen sie: Kamerad, wollen wir eins in der Karten spielen? Warum nicht, antwortete er, aber zeigt einmal eure Pfoten her. Da streckten sie die Krallen aus. Ei, sagte er, was haben ihr lange Nägel? Wartete, ich muss euch erst abschneiden. Damit packte er sie beim Kragen, hob sie auf die Schnitzbank und schraubte ihren die Pfoten fest. Euch habe ich auf die Finger gesehen, sprach er. Da vergeht mir die Lust zum Kartenspielen, schlug sie tot und warf sie hinaus ins Wasser. Als er aber die zwei zur Ruhe gebracht hatte und sich wieder zu seinem Feuer setzen wollte, da kamen auch alle Ecken und Enden schwarze Katzen und schwarze Hunde an glühende Ketten, immer mehr und mehr, dass er sich mehr bergen konnte. Die schrien gräulich, traten ihm auf sein Feuer, zerrten es auseinander und wollten es ausmachen. Da sah er einen weichen Ruck mit ihm. Als es ihm aber zu arg war, fasste er sein Schnitzmesser und rief: Fort mit dir, du Gesindel! Und haute auf sie los. Ein Teil sprang weg, die anderen schlug er tot und warf sie hinaus in den Teich. Als er wiedergekommen war, blies er aus die Funken sein Feuer frisch und wärmte sich. Und als er so saß, wollten ihm die Augen nicht länger offen bleiben und er bekam Lust zu schlafen. Da blickte er um sich und sah in der Ecke ein großes Bett. Das ist mir eben recht, sprach er und legte sich hin. Als er aber die Augen zutun wollte, so fing das Bett von selbst an zu fahren und fuhr im ganzen Schloss herum. Recht so, sprach er. Nun besser zu. Da rollte das Bett fort, als wären sechs Pferde vorgespannt, die das Wellen und Wetten auf und ab. Einmal kam es, dass das Thank you.
zweite Nacht ging es abermals hinauf ins alte Schloss, setzte sich zum Feuer und fing seine alten Lieder wieder an. Wenn mir es nur gruselte. Wie Mitternacht hereinkam, ließ er sich ein Lärm und Gepolter hören. Erst sachte, dann immer stärker. Dann war es ein bisschen still. Endlich kam mit lauter Geschrei ein halber Mensch der Schornstein herab und fiel vor ihm hin. Heda, rief er, noch ein halber gehört dazu. Das ist zu wenig. Da ging der Lärm vom Frischen an. Es duppte und heulte und fiel die andere Hälfte auch herab. Wart, sprach er, ich will dir erst das Feuer ein wenig anlassen. Wie er das getan hatte und sich wieder umsah, da waren die beiden Stücke zusammengefahren und saß da ein gräulicher Mann auf seinem Platz. So habe ich. Alles von seinen Augen verschwunden. Er legte sich nieder und schlief.